Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Inselleben. Und in der letzten Folge haben wir zwei neue Feldknäule dazu bekommen. Und zwar, wo seid ihr? Jaden und das ist Jaden. Nee, das ist Dakota. Und Jaden ist ja auch irgendwo am Rumgeistern. Auf jeden Fall haben wir die zwei neu dem Haushalt, ja, hier drüben, hinzugefügt. Und dann hoffe ich mal, dass die sich bei uns wohlfühlen. Und der Rest von der Familie, der ist auf dem Weg zur Arbeit. Enya muss anscheinend schlafen. Wieso musst du denn schlafen? Du stehst auf. Oh Gott, wir müssen hier mal sauber machen. Kann das sein? Sieht irgendwie nicht so schön aus. Na gut, dann gehst du mal schnell duschen. Dem Hage geht's irgendwie nicht so gut. Hallo Enya, wir brauchen einen berühmten Partner, um im Rahmen einer zielgerichteten Werbekampagne den Kabelkanal TV Dinner zu promoten. Nö, ich brauch das nicht. Die sind echt so süß, die beiden. Und ich überlege, ob der Hage nicht beziehungsweise die Enya vielleicht. Dakota ist ein munterer Kater. Er liebt es herumzurennen und kann besonders aktiv sein. Oh. Oh Mann, ich bin da so schall. Oh mein Gott. Wie süß ist das denn bitte? Oh. Ich liebe das. Was soll das denn? Was willst du denn? Bist du der Katzensitter oder was? Oh Mann, die sind ja so knuffig. Auf jeden Fall, falls Davina und Emily auch noch Nachwuchs haben wollen. Ich denke mal, dafür ist noch ein Platz frei. Revolutionäre Idee. Die vielen Stunden, die Hage damit verbracht hat, auf Erfassungsformulare zu starren, haben ihn inspiriert. Er hat eine revolutionäre Idee entwickelt, bei der er eine KI verwendet, um Eingabeaufforderungen bezüglich der Nutzungsbedingungen bei der Installation von Apps automatisch anzunehmen. Dadurch könnte das Unternehmen jedes Jahr mehrere Minuten Zeit einsparen. Wird Hage es wagen, aus der Masse hervorzutreten und seine Idee voranzutreiben? Ach komm, wir machen das mal. Hage geht das Risiko ein und die Idee erfreut sich größter Beliebtheit. Die Leistungsbewertung von Hage steigt von ausreichend auf annehmbar. Oh ja. Ist doch auch schon mal was, ne? Das heißt, vielleicht wird er tatsächlich heute auch schon befördert. So, Enya. Theoretisch solltest du doch eigentlich. Moment mal. Was ist da hinten eben gewesen? Gar nichts. Okay, gut. Wo laufen die denn? Hä? Wo ist das jetzt hingerast? Das Kätzchen? Katze? Alter, da kann man ja nicht mitgucken. Gut, Enya hat eigentlich noch was zu tun, und zwar zu lesen. Außerdem will ich das hier jetzt endlich mal in den Wäschekorb schmeißen. Dann kannst du ja mal die Taschen durchsuchen. Und dann vielleicht Wäsche in die Waschmaschine stecken. Und du könntest mal nach Hause gehen.
So, eigentlich wollte ich, dass du die Wäsche in die Waschmaschine stopfst. Wäschehaufen aufheben? So, die müssen wir eigentlich noch in die Waschmaschine stecken. Ah, die sind so süß. Also, wir haben echt so süße Katzen. Das war auch wieder ganz toll. Du sollst, ja, genau, wieder zurückkommen und die Waschmaschine einschalten, bitte. So, und dann kannst du dir tatsächlich mal ein bisschen was von den Resten gönnen. Der hat aber echt einen Affenzahn drauf. Weiß nicht, ob. Also ich kann mir ja bei Hage vorstellen, irgendwie, dass er Tierarzt werden will. Aber ja, jetzt muss er erstmal heil von der Arbeit wiederkommen. Befördert wird er auf jeden Fall. Aber wenn er nach Hause kommt, wird er dann erstmal umfallen. So, um den Garrus müssen wir uns natürlich auch kümmern. Also ist ja keine Frage. Ich denke mal, wir werden dafür sorgen, dass die auch nicht auf die Theken. Weil Garrus darf ja auch nicht auf die Theken springen. Also müssen wir gucken, dass die anderen Katzen das auch begreifen, ne? Ja, Jaden hat gelernt, nicht auf Theken zu springen. Sehr schön. Dafür kriegst du auch ein Leckerchen, meine Süße. Oh, wie süß. Ist ja auch wichtig, dass die alle gut mit denen klarkommen. So, und wo ist jetzt das? Ich dachte schon, das ist die Katze. Finde ich toll, dass wir die erstmal suchen müssen. Ach, guck mal, da ist sie doch. Oder er ist es ja. Hooray. On the Stopagonga. Dann werden wir dich auch mal bespaßen. Slangy. What is it you do? So, der Garrus, der chillt hier am Lagerfeuer. Lagerfeuer. An dem Kamin. Und wie schon gesagt, mit dem sollten wir uns vielleicht auch zwischendurch mal beschäftigen. Damit er sich auch nicht vernachlässigt fühlt, ne? Ah, die beiden, die sind echt genial. Da hinten kommt die Jaden angebreitert. Ach ja. Echt, und das ist echt knuffig. Und wer kommt da? Monika Schäfer. Sieht ja auch nicht gerade mal topfit aus. Gut. Ja, er braucht auch ein bisschen Liebe.
Yikla of Dreep. Hello, Yam. Nopsa. So. So, die anderen, die düsen hier sonst wo rum. Eieiei. Ich weiß ja nicht. Ich finde das so geil. Sag mal, kriegst du keinen Drehwurm oder so? Hallo? Okay, sie düst jetzt voll ab. Oder er? Das glaube ich. Dann streicheln wir dich doch noch mal ein bisschen. So, Emily ist jetzt auch wieder da. Jaden streicheln. Wer ist denn Jaden? Bist du? Nee, du bist Dakota. Oh. Wie süß. Jaden schläft. Deswegen würde ich mal fast sagen, dass du eher dann Dakota beruhigend streichelst. So, und er ist jetzt auch Dings. Und du solltest doch eigentlich Bücher lesen, ne? Zumindest solltest du ein paar Sachen zu Ende lesen. Das erste Einhorn. Wie wär's denn damit? So, und du müsstest eigentlich mal duschen, ne? Oh, Sharva. Oh, Charnew for Bay. Und dann loben wir den Kleinen nochmal. Dann können wir uns noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Kann ich ihn davon nicht auch überzeugen, dass er das nicht machen soll? Wir könnten dich auch mal bürsten, wenn du das möchtest. Was treibst du? Oh mein Gott, sie liest laut, glaube ich. Dann komm doch mal her, Kleiner. Ja. So, ich wollte auch mal einfach mal gucken, ob es vielleicht für euch auch irgendwie was Interessantes gibt. Gucken wir mal zuerst bei den Kindern. Weil die sind ja in erster Linie an Kindern interessiert. Also ob sie vielleicht sich einen, also Nachwuchs adoptieren. Nadja, nicht schon wieder eine Nadja. Ich weiß, dass man die auch umbenennen kann. Willi, genau, Willi. Oh Gott. Willi hört sich gar nicht mal so schlecht an, ne? Aber ich meine, die könnten ja auch ein eigenes Kind produzieren. Das klingt zwar jetzt komisch. Ja, aber noch eine Katze. Oh mein Gott, was? Ninja? Jerry? Ach, ich will mir den einfach mal angucken. Aber ich denke mal, es wird eher... Ach, guck mal, da ist die Davina, die ist auch schon zu Hause. Das sieht jetzt so aus, als ob die Fangen spielen. So, du liest noch bequem. Und irgendjemand müsste unter Umständen... Nein, du willst jetzt kein Nickerchen in der Badewanne machen. Du willst duschen gehen. Du gehst auch schon duschen. So, jetzt lass mich mal da unten gucken. Müsste nicht eigentlich jemand vorbeikommen?
Wegen dem Adoptieren-Dings? Na gut, dann hat das wohl nicht funktioniert. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, die Abstimmung ist zu Ende. Wie schön. So, Trockner hinzufügen. Wäsche trocknen. So, dann haben wir die noch. Gibt's da hinten auch noch was? Nö, ne? So, Wäsche waschen. Aber dir fehlt ja eigentlich noch die Kletterfähigkeit. Wo hast denn du deine Bücher gelassen? Buch des Lebens. Aha. Ich würde gerne auch mal tatsächlich so eine Klettergeschichte dann auch machen. Aber dafür müsst sie ja dann auch mal ein bisschen besser in einem Kletter. Ah, hallo. Hey, ich weiß, dass du müde bist. Aber du musst hier unbedingt mal die Katze belehren. Ja, ist ja gut. Ich meine, was war denn das jetzt für ein Mist? Ach ja. Gut, und dann kann der liebe... Hallo? Wieso sind Sie in meinem Schlafzimmer? Und wo haben Sie den denn... Ach, guck mal, hier oben ist er! Seht ihr leicht? Oh. Aber noch eine Katze? Mein Süß sieht er ja schon aus, ne? Sehr knuffig, irgendwie. Aber dann hätten wir ja 8 Sachen und dann könnte man sich ja überhaupt nicht mehr wegen Nachwuchs und so kümmern. Ich meine, Katzen sind ja auch sowas wie Nachwuchs, ne? Kinder. Er ist auf jeden Fall scheu. Jaden ist eine scheue Katze. Sie versteckt sich gern unter Möbeln und hat Angst vor vielen alltäglichen Haushalts. Gegenständen. Ach, vor der Waschmaschine brauchst du auch keine Angst haben. Was ist denn los? Warum bist du denn so traurig? Redselig.
Lorna. Ah. Vorobi. Können wir den Kleinen nochmal hochheben? Ninja. Ich finde auch, der Name ist ja irgendwie cool. So kriegt man den Haushalt natürlich auch voll, ne? Schelmisch. Also Ninja ist redselig, scheu und schelmisch. Ah. Ach du Scheiße. Ich bin echt mal gespannt. Mal gucken, ob ich ihn... Also ob die Rama, der Blick ist so genial. Ich glaube, der kommt auch in unsere Familie. Ja, könntest du den vielleicht nochmal absetzen? Auch wenn das heißt, dass wir keine Kinder im Haushalt haben. Aber ich denke mal, den müssen wir noch haben. Ich finde den knuffig. Ja, wir wollen ihn adoptieren. Ninja. Palm. Ich meine, die anderen haben ja quasi den Garrus. Wobei eigentlich die Emily ja angerufen hatte, ne? Aber eigentlich ist es ja auch eine... Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann den Namen auch nochmal ändern können. Den Nachnamen. Ninja finde ich einfach genial. Deswegen bleibt er auch so. Und damit gehört er jetzt auch zu uns. Und ich finde es toll. Und ich denke mal, für heute war es das jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.